Besonders, wenn man mit Motorradhelm höhere Geschwindigkeiten fährt, dürfen sie natürlich nicht zu schwer sein. Deswegen, und weil viele nach der ersten Folge, in der wir Helme nachgewogen haben, nach diesen Helmen gefragt haben, wiegen wir heute einfach mal ein paar Racing-Helme nach. Dabei haben wir den AGV Pista GPRR, wir haben den Next XR 3R, wir haben den LS2 FF 805 Thunder, wir haben den Shoei XSPR Pro, wir haben den HOC RV 1 und auch den ganz neuen Shark RNGP. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem Video, zur zweiten Folge, in der wir einfach mal ein paar Helme auf die Waage stellen werden. Alle Helme, die ihr hier seht, haben wir natürlich auch bei uns im Shop, deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort haben wir euch alle verlinkt. Zudem gibt es den Code SC15. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, ist der eben noch gültig oder vielleicht auch nicht. Ich kann nämlich nicht versprechen, dass er jetzt ewig gültig ist. Damit bekommt ihr nämlich 15% auf alles bei uns im Shop und das ist ja schon relativ heftig. Also selbst wenn ihr nicht auf der Suche nach einem Racing-Helm seid, Bekleidung, Freisprechgeräte etc. funktioniert genauso. Ja, das aber genug zur Eigenwerbung, denn wir wollen heute natürlich mal so ein paar Daten, Fakten schaffen. Ja, wir schauen uns heute nämlich das statische Gewicht, das heißt also das Gewicht auf der Waage an. Aber bei Racing-Helmen ist es natürlich mindestens genauso wichtig, das dynamische Gewicht sich eigentlich anzuschauen. Das werden wir, das kann ich schon mal spoilern, heute nicht machen können. Denn das statische Gewicht, dazu stellt man einfach auf die Waage, das dynamische Gewicht ist aber das, während der Fahrt, also der Windwiderstand, der maßgeblich durch die Aerodynamik beeinflusst wird. Und das ist natürlich auch sehr wichtig bei solchen Helmen, bei denen man sehr hohe Geschwindigkeiten oder mit denen man so hohe Geschwindigkeiten erreicht. Da geht es also darum, wie gut schneidet der Helm durch den Wind, wie viel Windwiderstand habe ich. Helme, die im Rennsport eingesetzt werden, gerade für die MotoGP, die sind alle so auf 150, 160 km/h optimiert, denn das ist die durchschnittliche Geschwindigkeit auf den WM-Strecken, sprich auf den MotoGP-Strecken. Und da ist es wichtig, dass sie da besonders gut performen, nicht nur was die Aerodynamik angeht, das ist ein grundsätzliches Thema, aber auch was die Balance zwischen Drag, das heißt also Abtrieb und Auftrieb, dem Lift angeht. Der große Unterschied bei solchen Racing-Helmen, vielleicht auch zu eurem jetzigen Helm, ist, dass wir hier hinten richtig, richtig fette Spoiler dran haben. Warum haben wir die? Die haben wir, weil ein Helm ohne Spoiler, sprich ein eher rundlicher Helm, dazu neigt, bei höheren Geschwindigkeiten Auftrieb zu entwickeln. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt auf der Autobahn, der Helm will von eurem Kopf runter. Das passiert euch mit solchen Helmen nicht mehr. Auf der anderen Seite darf der Spoiler aber auch nicht so groß sein, dass er euch den Helm auf den Kopf presst. Also deswegen die Optimierung auf so circa 160 km/h. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal um, nehme alle Helme runter, baue die Waage auf etc. Und wir sehen uns in für euch einer Sekunde wieder. So, das Setup ist aufgebaut, es ist immer noch nicht schön, aber wieder funktional. Wir haben hier unsere Waage, ihr seht das gleich immer eingeblendet. Und die ist nicht geeigt, das sei nochmal gesagt, aber die ist im Bereich von 0 bis 20 Kilo auf 1 Gramm genau und dann im Bereich 20 bis 40 Kilo auf 2 Gramm genau. Das hat auch in der Vergangenheit ganz gut gepasst, also im ersten Video, aber eben die Information, es ist nicht geeicht. Und nur weil jetzt genau dieser eine Helm, den wir gleich uns anschauen werden, das wiegt, muss es nicht sein, dass ein anderer Helm des gleichen Modells in der gleichen Größe auf das Gramm genau das gleiche wiegt, aber es ist schon sehr ähnlich und wir haben immer so ein Gewichtsspiel von ca. 50 Gramm, die Helme abweichen dürfen und solange die da drin liegen, werden die auch von dem Hersteller freigegeben und das sollten wir gleich auch sehen können. Im Übrigen, alle Helme sind ECE 22.06 geprüft, bis auf eine Ausnahme, das heißt also, sie sprechen den neuesten Sicherheitsstandard. Der eine andere Helm entspricht auch dem neuesten Sicherheitsstandard, hat aber eben noch die ECE 22.05 Homologation und sie sind teilweise auch, wenn nicht sogar alle, FIM homologiert, das heißt also, sie haben die Zulassung für den Rennsport, sprich die MotoGP, aber das haben sie meist nur in bestimmten Farbausführungen. Gängig ist ja, dass die unifarbenen Licoro, zum Beispiel weiß und schwarz, eine FIM-Homologation bekommen, denn der Rennfahrer würde ja sowieso sein eigenes Dekor drauf machen. Die farbigen Varianten sind in der Regel nicht FIM-homologiert. Jetzt überprüfen wir aber mal, ob verspiegelte Visiere schwerer sind als klare Visiere. Jetzt habe ich hier das verspiegelte Visier vom AGV Pista. So kann ich es gar nicht drauflegen, aber ich habe eine Idee. Wir nehmen jetzt mal dieses Helmkissen. Drücken jetzt auf 0 und jetzt können wir es wiegen. Und dieses Visier wiegt 199 Gramm. Links nochmal drauf. Wieder 199, okay. Das zur Seite. Und hier ist das gleiche Visier in transparent. Und das wiegt 180 Gramm, 181 Gramm. Das heißt also 18 Gramm Unterschied. 199 zu 181. Es ist also definitiv ein Gewichtsunterschied da. So, jetzt machen wir das nochmal mit getönten Visieren. Dazu habe ich das getönte Visier vom Shark RNGP.
Das wiegt 170 Gramm, also hier auch nochmal zwischen den einzelnen Visieren ein deutlicher Gewichtsunterschied. Hier ist ja schon das getönte Visier leichter als das vom AGV, wobei man hier auch sagen muss, wir haben hier keine Vorbereitung für einen Pinlock, denn das mag Shark bei seinen Racinghelmen oder bei ihren Racinghelmen nicht. Aber jetzt auch nochmal im direkten Vergleich das Transparente. 170 Gramm. Ja. 169 Gramm, 170 Gramm zu 170 Gramm. Keinerlei Unterschied hier bei Shark von getönt zu klar. Und das wollen wir natürlich auch überprüfen. Das ist das getönte Visier vom Nex XR3R. Das wiegt 165 Gramm. Und das ist exakt das gleiche Visier, nur in Transparent. Das wiegt 166 Gramm, 164 Gramm. Das sind minimale Abweichungen. Hier ist sogar das transparente Visier schwerer. Das heißt also, man kann am Ende des Tages vermutlich sagen, dass ein getöntes Visier exakt so viel wiegt wie das klare Visier. Also da gibt es minimale Abweichungen, einfach was die Produktion angeht. Da ist ein bisschen mehr Polycarbonat drin, da ist ein bisschen weniger drin. Also das sind minimale Abweichungen. Ich denke, daher können wir verallgemeinert sagen, klare und getönte Visiere wiegen das gleiche. Aber aufgrund der Beschichtung wiegen verspiegelte Visiere mehr als die Pendants in klar. 199 Gramm zu 181 Gramm. Damit hatte unser Zuschauer, der das letzte Mal kommentiert hat, komplett recht. Verspiegelte Visiere sind ein bisschen schwerer. Und damit der Test gleich auch korrekt wird, werden wir auf den AGV gleich das klare Visier aufsetzen. Die getönten Visiere lassen wir drauf. Helm Nummer 1 ist der LS2 FF805 Thunder. Das ist ein asiatischer Hersteller. Wir haben hier einen reinen Carbonhelm in drei Helmschalengrößen und damit deckt der Helm die Größen XS bis XXL ab. Der UVP liegt mit 799 Euro im Mittelfeld bei Racing-Helmen und er soll in der kleinsten Helmschalengröße, denn die wird ja immer von Herstellern angegeben, die kleinste Helmschalengröße wiegt 1280 Gramm, also extrem leicht und er fühlt sich auch schon mal sehr, sehr leicht an. Deswegen würde ich sagen, wir stellen ihn jetzt mal drauf. 1333 Gramm. Was steht hier hinten drauf? Wir haben hier hinten auf dem Sticker 1300 Gramm plus minus 50 Gramm. Leichter als das Durchschnittsgewicht sind sie ja sowieso nie. Aber diese Range von 50 Gramm wird eingehalten. Ja, 1336. Also das passt, der ist auf jeden Fall in der Range. Was man jetzt noch machen könnte, ist, dass wenn man ihn auf der Straße fährt, dass man sich noch eine Pinlock-Linse reinmacht. Aber dann ist er mit ca. 1350 Gramm auf jeden Fall super leichter Helm für die Straße. Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Der hat auf jeden Fall schon mal den Test bestanden. Weiter geht es mit einem sehr, sehr schönen Helm aus Portugal, dem Nex XR3R. Hier in der Carbon-Variante. Es gibt grundsätzlich zwei Varianten. Einmal eine Fiberglas-Variante, die zwar schwerer, dafür aber auch deutlich günstiger ist. Der UVP liegt nämlich in dieser Fiberglas-Variante bei gerade mal 479,90 €. Das ist natürlich viel Geld, aber für einen Racing-Helm ist das schon wieder relativ. Es gibt hier so diese Carbon-Varianten, die liegen bei 699,99 € und die FIM-homologierten Varianten, sprich die explizit auch für die Rennserie zugelassen sind, die liegen bei 799 €. Damit ist die teuerste Variante des Nex XR3R gerade mal im Mittelfeld der Racing-Helme. Wir haben hier wieder drei Helmschalengrößen, damit wird aber ein größeres Spektrum abgedeckt, nämlich von XXS bis XXL und im Übrigen gibt der Hersteller an, dass das dynamische Gewicht bei 160 km/h 0 sein soll. Das heißt also, auf diese Geschwindigkeit ist dieser Helm optimiert. Die Fiberglas-Variante soll jetzt 1650 und die Carbon-Variante, so wie wir sie hier heute auf die Waage stellen werden, 1350 Gramm wiegen. Und was sagt uns jetzt der Sticker? Der Sticker sagt uns auch 1350 Gramm in der Größe M. Alle Helme, die wir hier heute haben, sind Größe M. Und es sind 1464 Gramm. Das heißt also, damit wäre er zu schwer. Aber es sagt auch der Sticker ohne optionale Teile. Das heißt also, diese optionalen Teile sind auf jeden Fall mal der Spoiler und deswegen bauen wir den natürlich auch der Vollständigkeit halber einfach mal ab. Dazu braucht man im Falle von Next einen Inbusschlüssel, damit einem der Spoiler auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht wegfliegt. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Bei manchen Herstellern wie bei LS2, wie wir es gerade gesehen haben, lassen sich die Spoiler nicht abnehmen. Das gleiche ist ja bei AGV, da kriegst du ihn auch nicht ab.
Bei einem HOC, bei verschiedenen anderen Helmen kann man das aber schon machen. So ist es eben auch beim Nex. Zum Beispiel beim Shark kriegst du ja auch nicht ab. Also ich würde sagen, das ist ziemlich ausgeglichen. 50-50, ob man den Spoiler abnehmen kann oder eben nicht. Jetzt war gerade der Akku von der kleinen Kamera leer, denn die kann ich so natürlich nicht an Strom hängen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es ja immer für die Hersteller ganz nett ist, wenn die Spoiler abnehmbar sind. Denn so kann man natürlich nochmal ein bisschen das Gewicht drücken. Jetzt stellen wir ihn drauf und wir haben ein Gewicht von 1420 Gramm. Drehen ihn mal ein bisschen. 1421 Gramm. Das heißt also, wir sind immer noch 20, 21 Gramm oberhalb des Gewichtes, was er wiegen dürfte. Damit ist der Nex hier an der Stelle ein bisschen schwer. Und das, obwohl wir nicht mal einen Kinnwindabweiser drin haben, da sind vielleicht auch nochmal 10 Gramm fällig. Und der Nasenwindabweiser ist drin, aber nichtsdestotrotz, der XR3R ist ein bisschen schwer. Zu den deutlich bekannteren Helmen gehört der HOC Airfa 1. Super schöner Helm. Diesmal mit einer nicht reinen Carbonschale, sondern das ist eine Carbon- und Carbon-Glas-Hybridfaserschale. Das Ganze wird als PIM oder PIM-Plus-Schale bei HOC geführt. Wir haben hier vier Helmschalengrößen und wir decken wieder ein Größenspektrum vom XXS bis XXL ab. Die UVP des Helms liegt in der unifarbenen Variante meines Wissens bei 799 Euro. Ich blende euch das sonst nochmal ein, wenn es abweichen sollte. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass HOC auf der Homepage genauso wie bei uns im Händlerkatalog keine Gewichte angibt. Aber sie stehen hier hinten drauf, nämlich Helmet Only 1450 Gramm und mit optionalen Teilen 1610 Gramm. Das ist jetzt also für uns das Ausschlaggebende, nämlich 1610 Gramm. Denn dieser Spoiler wird gesteckt und er wird auch angeklebt. Das heißt also, der ist jetzt angeklebt und dementsprechend kann ich ihn auch nicht abnehmen. Das heißt also, 1610 Gramm sollte er hier jetzt nicht übersteigen. Und es sind 1620, also eine minimale Abweichung auf das Gewicht. Also das ist wirklich nicht viel. Auch beim Nex war es ja nicht viel. Wir sind eben einen Tacken drüber. Ich sag mal, ja, der Kinnwindabweiser, der sollte ja schon eigentlich mit berücksichtigt werden, herstellerseitig. Nasenwindabweiser ist natürlich auch drin. Aber ganz ehrlich, wir sind hier in einem bisschen drüber. Wenn man jetzt ein Spektrum anlegen würde, wieder also diese 50 Gramm Spielraum geben würde, wären wir ja super drin. Aber bei HOC in Vietnam werden die Helme eigentlich jeder einzeln gewogen und dementsprechend, ja. Ich weiß das Problem. Jetzt hätten wir ihm fast Unrecht getan. Es ist eine Pinlock-Linse drin. Das war im Übrigen beim Nex nicht der Fall. Da war keine Pinlock-Linse drin. Der Helm ohne Visier inklusive Mechanik wiegt 1448 Gramm. Und hier dieses kleine Nupsi, was mit Sicherheit kein Gramm wiegt, wieder rein. Und damit wiegt der Helm. Damit wiegt der Helm 1592 Gramm. Das ist also unterhalb des angegebenen Gewichts und das ist schon echt cool. Ja, stark. Also ja, der ist auf jeden Fall mehr als in der Gewichtsspanne. Genauso bekannt wie der Airfa 1 ist der Shoei XSPR Pro. Für mich ja der Helm, der die beste Balance zwischen Sportlichkeit und hohem Tragekomfort hat, denn Racing-Helme, die sind einfach stark ausgepolstert. Das sind jetzt nicht unbedingt die allerbequemsten Helme. Egal. Shoei, natürlich ein japanischer Hersteller. Wir haben hier eine Ausschale aus AIM Plus. Das ist also wieder so ähnlich wie beim HOC. Ein Gemisch aus Fiberglas, organischen Fasern und vor allen Dingen natürlich auch wieder Carbonfaser. Wir haben hier vier Helmschalengrößen, die ein Größenspektrum von XS bis XXL abdecken. Der Helm ist aerodynamisch für eine Geschwindigkeit von bis zu 350 km/h ausgelegt und kostet, so wie ich ihn hier habe, in einfarbig 799 Euro und mit Dekor drauf kostete er 400, nein, 900, oh, 949 Euro. Ohne Dekor 799, mit Dekor 949. Laut Hersteller darf er 1450 Gramm wiegen. Wir haben einen Sticker auf der Seite, 1415 Gramm der Helm alleine und 1450 Gramm mit optionalen Teilen. Jetzt weiß ich nicht, was optional ist, denn ich kann ja den Spoiler gar nicht abmachen. Wir haben hier auch die Pinlock-Linse drin, das müssen wir aufpassen. Die müssen wir gegebenenfalls rausnehmen, aber wir stellen ihn einfach mal drauf. Wir haben hier mit Pinlock-Linse drin 1443 Gramm. Und er darf ja in der kleinsten Größe 1450 wiegen. Und hier wären es auch 1450 Gramm mit allen optionalen Teilen. Und ich habe 1443 Gramm und die Pinlock-Linse ist ja auch schon drin. Den Spoiler kann ich nicht abmachen. Ich habe hier alles drin. Das Ding geht so auf die Straße und er ist schon in der Range drin. Und deswegen nehmen wir auch gar nicht die Pinlock-Linse erst raus, denn er ist einfach. Ja, leichter als die Angabe sagt. Ich habe eben gelogen. Tatsächlich können sie auch leichter sein. 1445 Gramm, geil. Schön. Und jetzt kommt ein ganz neuer auf den Tisch. Wir haben hier den Shark RNGP. Shark, ein französischer Hersteller, hat jetzt erstmals
einen Spoiler rausgebracht mit variablen Flaps und die sollen dazu führen, dass die Aerodynamik noch besser ist, dass die Windschnelligkeit noch höher ist. Und wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, eine Pinlock-Linse einzusetzen. Beim Shark Race Air Pro GP gab es da noch Visiere, wo du auch eine Pinlock-Linse reinsetzt. Aber Shark ist ja grundsätzlich nicht so für, denn im Rennsport machen Pinlock-Linsen dahingehend keinen Sinn, als dass dann die vollständige Verzehrfreiheit nicht gewährleistet ist. Wir dürfen hier in der Größe M ein Gewicht von 1450 Gramm plus minus 50 Gramm haben. Wir haben hier wie bei den Shark Racing Helm typisch nur zwei Kalottengrößen, also zwei Helmschalengrößen. Das Ganze deckt wieder ein Größenspektrum von XS bis XXL ab. Und der UVP liegt bei allen Dekorvarianten, da gibt es auch aktuell noch nicht so viele, weil er so neu ist, bei 1079 Euro. Und in der kleinsten Größe hätte das Gewicht im Übrigen 1410 Gramm wiegen dürfen. Hier haben wir jetzt nicht die kleinste Größe, sondern ein M und deswegen darf er ein bisschen schwerer sein und er ist 1460 Gramm. Das heißt also, ja, ganz, ganz knapp über dem Durchschnitt, aber definitiv locker, locker, locker in der Range. Dementsprechend Shark, mega, mega gut, auch voll drin. Jetzt wollen wir es natürlich alle nochmal wissen, wie ist es mit dem ABV Pista? Bei dem Pista muss man jetzt sagen, das ist der einzige Helm im Ranking, der noch die ECE 2205 hat. Das ist also nicht das allerneueste Modell. Das hier ist die ECE 2205 homologierte Variante, dementsprechend nicht ganz neu, dementsprechend eigentlich auch nicht damit drin, aber wir haben den quasi gar nicht da, sondern nur ganz, ganz wenige Restbestände, könnt ihr euch ja mal anschauen. Und ja, ich wollte ihn trotzdem mal aufnehmen. Und AGV kennt jeder italienischer Hersteller mit dem wahrscheinlich bekanntesten und optisch auch coolsten Racing-Helm überhaupt. Das ist schon sehr, sehr ikonisch. Bekannt gemacht hat ihn natürlich Valentino Rossi. Das ist eine reine Carbon-Außenschale, hier in diesem Fall sogar in Forged Carbon, wobei das eigentlich keinen Unterschied macht. Das Ganze wiegt in der kleinsten Helmschale 1450 Gramm, ist jetzt also auch nicht turboleicht. Und wir haben hier ein Preisspektrum, was ebenfalls. Ja, happig ist von 1430 Euro, was ich auf der Hersteller-Homepage als UVP gesehen habe, bis hin hoch zu 1815. Das heißt also, dieser Helm würde jetzt mit der neuen Homologation auch 1815 Euro UVP kosten. Das ist schon eine Menge Holz und das ist der teuerste Helm, den wir jemals bei uns auf der Homepage hatten. Ich sehe gerade, der Spoiler ist doch geschraubt, also man könnte ihn theoretisch auch abnehmen. Aber ich würde sagen, wir stellen ihn einfach mal drauf. Wir haben hier 1579 Gramm und es ist keine Pinlock-Linse drin. Das ist das klare Visier, was ja nochmal leichter ist. Es ist also wieder ein bisschen schwerer. Es gibt hier leider keine Angabe fürs Gewicht. Natürlich ist das schwerer als jetzt die kleinste Größe. Also, dass wir hier mehr als 1450 Gramm haben, das war schon klar. Aber das ist schon dann auch ein bisschen mehr. Und gerade auch, und das ist, glaube ich, der interessantere Fakt hier, im Verhältnis zu den anderen Helmen, die wir uns heute angeschaut haben, ist das doch auch der schwerste Helm, den wir dabei hatten. Wenn auch der wahrscheinlich optisch coolste. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt mal ein bisschen genauer über die Gewichte bei sehr sportlichen Motorradhelmen Bescheid. Tja, hättet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet oder seid ihr von was ganz anderem ausgegangen? Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer, haben uns diese Helme angeschaut. Wie gesagt, alle Helme natürlich in unterschiedlicher Verfügbarkeit in der Videobeschreibung. Er hier ist zum Beispiel nämlich relativ ausgesucht aktuell und er sowieso. Egal, auf jeden Fall findet ihr sie alle unten. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen schlauer sein wollt oder werden wollt, dann gerne hier reinschauen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr natürlich was lernt, aber es war eine gute Überleitung. Und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.